Ja, hallo Freunde von Luxury Gadgets. Ja, heute haben wir hier zwei Marken nochmal. Das ist von der Firma Audi und also bei Aerofoils und Flightboard. Also Flightboard ist mittlerweile roundabout 6 Jahre auf dem Markt. Ich sag jetzt mal Audi 2,5 plus minus. Und ich werde immer wieder gefragt, was ist mein Favorite? Also ich sag mal, ich habe immer sehr gerne auch Audi geflogen. Man muss aber mal trotzdem, wenn man mal Feintune ein bisschen beachtet, sagen, warum nutze ich besser das oder das Board? So, also mein Favorite ist Flightboard. Deswegen, ich sag jetzt mal, Audi hat sich sehr darauf beschränkt zu sagen, wir nehmen nur den Jetantrieb. Safety first, ja, hat natürlich aber, wenn ein Profi kommt, der natürlich sagt, pass mal auf, ich möchte jetzt mal in eine Welle reiten und möchte im Leerlauf erstmal das Board ohne Motor benutzen und schweben und fliegen, dann bringt mir der Jet nichts, dann brauche ich den Propeller, weil in dem Moment, wenn ich wieder Gas gebe, ist der Propeller, weil er einen größeren Umfang hat, auch alle Bootsleute, die sich da auskennen, die wissen, dass ich dann mehr Schub habe und den brauche ich in dem Moment. Der fehlt mir beim Impeller. Ich fliege sehr gerne Impeller, hat aber auch damit ein bisschen zu tun, der Impeller, der geht, wenn man Gas gibt, weicher rein, kommt etwas langsamer in Stimmung bzw. in Schwung und auf die Geschwindigkeit. Aber es ist natürlich auch so, der Impeller dreht höher und hat daher auch etwas höhere Systemleistung. Ich kann es mal so sagen, roundabout, mich jetzt bitte da nicht komplett für verhaften, aber wenn ich gemerkt habe, dass Audi war mit dem Impellerantrieb, ich sag jetzt mal akkumäßig leer, obwohl der Akku ja vom Audi, wenn man die nebeneinander stellt, höher ist, als es beim Flightboard ist. Wenn das Audi leer war, hatte ich immer noch gut, sag jetzt mal, Akkubetrieb, so roundabout 15-20% auf dem Flightboard. Woran liegt das? Der Propeller, wie gesagt, der hat weniger Systemleistung, als es bei einem Antrieb, bei einem Impeller ist. So, mittlerweile aber steht dem jetzt auch nichts nahe. Flightboard habe ich die Möglichkeit, hinten den Propeller loszudrehen, einen Impeller draufzusetzen. Ja, also dann ist es halt auch so zu überlegen, was gibt es denn grundsätzlich für Unterschiede? Also wir haben einen großen Unterschied, dass ich viel mehr Wings, also Wingsets über die Marke Flightboard anbieten kann. Je nach Fahrer, je nach Typ, je nach Geschwindigkeit, je nach Bedarf. Ich denke mal, dadurch, dass Audi auch noch nicht so lange auf dem Markt ist, wird das sicherlich noch folgen. Ist momentan aber nicht so. Ich finde das Audi vom Design gut gelungen. Für mich ein großer Nachteil ist, dass der Lack, wenn er teilweise, ich sag jetzt mal, durch Uhren oder sonstige Sachen etwas passiert, dann mehr abplatzt, sondern nicht unbedingt Kratzer entstehen, sondern weil es diese Grundierung, diesen Lack, der draufgelegt ist, dann schon mal mehr abplatzen kann. Das habe ich beim Flightboard nicht. Wenn ich beim Flightboard Kratzer habe, habe ich einen Kratzer, aber nicht unbedingt den Lackabplatzer. Ja, also. Wie gesagt, es ist alles eine Geschmackssache. Wir haben jetzt hier das größere Board von Audi, hier das Pro, was ein bisschen kleiner ist. Da hat das eigentlich miteinander zu tun, wie das jetzt von den Flugeigenschaften ist, das hat ja jede Marke. So, ich sage aber mal, ich habe beim Flightboard die Möglichkeiten, schon verschiedene Akkus zu nehmen. Wenn ich jetzt ein Speed-Junkie bin, ja, dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich einen kleineren Akku habe, weil er ein kleines Gewicht hat. Nehmen wir an, wie bei Flightboard ist der Nano, ist der kleinste, hält natürlich auch nicht so lange, bringt aber natürlich dann auch eine gewisse Höchstgeschwindigkeit. Das fehlt natürlich immer noch bei Audi, gibt es nicht, keine Ahnung, ob es noch kommen wird, ist aber aktuell noch nicht am Markt, deswegen sage ich ja, ich rede davon, was aktuell bei mir der Favorite ist. Ich komme immer dazu, wenn die Leute mich fragen, das hat zum Schluss, muss ich sie, wenn es Profis sind, auf Flightboard verweisen, dass ich sagen kann, ihr habt mehrere Möglichkeiten, die Wingsets zu wechseln, ihr habt mehrere Möglichkeiten, verschiedene Akkugrößen zu wählen, was mir natürlich ganz klar beim Audi bisher fehlt. Tja, ich sage natürlich, es liegt an jedem selbst, der Audi-Fahrer vom Auto, der möchte sicherlich nachher sagen, ich möchte meine Brand unterstützen. Ich fahre auch weiterhin einen Audi e-Foil und es ist die Wings, wie man hier sieht, die ist hinten sehr breit. Ich sage immer, der Albatros nenne ich den. Der liegt natürlich super im Wasser, ja, weil er so breit ist. Und habe aber schon ein bisschen den Nachteil. Jetzt muss ich natürlich schon vorher überlegen. Jetzt fahre ich in Urlaub und habe jetzt bis zur Gewichtsklasse 95, 100 Kilo, kriege ich das doch alles gut aus dem Wasser. Würde ich jetzt mal sagen, jetzt kommt ein Freund zu Besuch, der hat seine 120 Kilo, was ja durchaus nicht zu schwer ist. Dann habe ich hier mit dem ein Problem. Ich muss mir also ein zusätzliches Wingset kaufen, einen größeren Flügel, der aber bei höherer Geschwindigkeit unruhiger läuft. Beim Flightboard hingegen ist es so, dadurch, dass wir einen Propellerantrieb haben, der hat mehr Schub, benötige ich kein anderes Wingset. Also ich sage mal ganz locker, bekomme ich hier bei so bis 120 Kilo hoch und muss mir kein anderes Wingset dazu kaufen. Das bietet dann schon mal einen riesen Vorteil. Das sage ich, habe mich jetzt für ein Wingset entschieden. Trotzdem bekomme ich auch Personen, Freunde, Bekannte, die mich mal besuchen, unbedingt das Board mal fahren wollen, aus Bord und muss sich überlegen, ob ich etwas anderes wechseln muss.
Es gibt sicherlich noch viele kleine Unterschiede, die ich hier nicht alle nennen möchte. Aber es ist so, dass man manchmal hat, auch mal ein bisschen Stellung dazu beziehen möchte, zu wissen, hey, man fragt mich immer wieder, was würdest du sagen, was ist dein persönlicher Favorit? Da sage ich jetzt nochmal, mein persönlicher ist bei Flightbot. Ich bin einer der ersten, die auch Flightbot mit unterstützt haben seit Jahren und die sehr innovativ sind, die auch mittlerweile, ich sag mal, alles, was neu auf dem Markt gekommen ist, ist Flightbot immer ganz beim Inter vorne. Und jetzt gehen wir einfach mal auf der Preisklasse. Dadurch sagen kann, Audi hat aktuell, ich sage jetzt mal jetzt, Preis roundabout 15.700 Euro Listenpreis. Ja, es ist immer das Carbonboard, logischerweise, weil es kein anderes Material gibt. Das finde ich zum Beispiel geil aktuell wieder bei Flightbot. Die sagen, wir bringen auch ein Board auf den Markt, was wie hier ein Fiberglasboard ist. Das Fiberglas ist, ich sag jetzt mal, etwa 1 bis 1,5 Kilo schwerer wie ein Carbonboard in der gleichen Größe. Aber wir reden mal eben von 2.000 Euro Preisunterschied. Also ich muss hier grundsätzlich, komme nicht drum herum, irgendwie meine 15.700 Euro zu geben, wo ich hier mittlerweile Einsteigerpreise habe. Wir reden jetzt mal von Boards, also nicht von Air oder Flight Air oder Sachen, die aufgepumpt werden, sondern wo ich sage, ich habe ein Material vom GFK, Fiberglas oder Carbon. Da liege ich hier deutlich weit unter dem Preis, als ich dann letztendlich bei einem Carbonboard, weil ich ja nur bei Audi die Auswahl haben. So, wie gesagt, ist ein tolles Board. Ich möchte auch, ich rede auch nur vom Feintuning und sage einfach so ein tolles Design. Aber manche Sachen muss man einfach mal klarstellen, zu sagen, warum findet man das oder das vielleicht dann doch für sich irgendwo als Favorit besser. Also ich habe jetzt auch heute mich wieder dazu entschieden, mal ein E-Foil von Flight als Pro in der Größe in dem Material Fiberglas mitzunehmen. Und wie man sieht, ich könnte jetzt ja hier nicht unterscheiden, ist darunter Carbon oder nicht, sondern einfach zu sagen, die Optik, daran kann ich es gar nicht unbedingt erkennen, sondern einfach, dass ich weiß, es sind die 1,5 Kilo, gut, dann schreibt man ein Steak weniger oder zwei Bierchen weniger, dann habe ich die 1,5 Kilo auch wieder runter. Nein, das ist ja so einfach gesagt, das ist nicht so einfach. Aber ja, alles Weitere könnt ihr mich gerne immer wieder natürlich dazu befragen, anrufen im Store, gebe ich gerne Auskunft dazu, aber ich denke mal, das Wichtigste ist gesagt und letztendlich entscheidet ihr natürlich, welches Board euch am besten gefällt und kann nur sagen, wünsche euch damit, egal welche Auswahl ihr getroffen habt, weiterhin viel Spaß. Danke fürs Zuhören.